Wie kommt mehr Geld in die Rentenkasse? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Selbstständigen sollen in die Rentenkasse einzahlen. So will es Hubertus Heil. Hubertus Heil hat in einem Fernsehinterview mitgeteilt, dass im Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD ja eigentlich vereinbart war oder vereinbart ist, dass es zu einer Rentenversicherungspflicht, einer umfassenden Rentenversicherungspflicht für Selbstständige kommen soll. Jetzt haben wir Juni 2021 und bis heute gibt es noch keinen Gesetzesvorschlag. Dieses Interview steht wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion mit der Rente mit 68. Das heißt also, der Hubertus Heil hat auch da Stellung genommen und hat gesagt, dass mit ihm die Rente mit 68 nicht zu machen ist. Aber er natürlich will, dass so viel wie mögliche Menschen, Bürgerinnen und Bürger, in die Rentenkasse einzahlen, unter anderem auch die Selbstständigen. Und da kann ich Hubertus Heil natürlich noch recht geben und sagen, ja, das ist ein guter Weg, wenn wir hier mit den Selbstständigen anfangen, dass wir hier eine umfassende Rentenversicherungspflicht, und zwar ohne Hintertürchen, sondern schlicht und ergreifend sagen, wer selbstständig ist, der darf oder der muss sich irgendwann mal dann in der gesetzlichen Rente pflichtversichern. Damit erwerben Selbstständige Rentenansprüche, bekommen einen Erwerbsminderungsrentenschutz, haben Ansprüche auf Reha-Leistungen und natürlich auch später mal Ansprüche auf eine Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.